Also meine Baustelle im Moment ist ja zum Beispiel, dass immer weniger Leute verstehen, dass man das mit dem an Regeln halten nicht so dumm ist, sondern dass das notwendig ist, um Zusammenleben zu organisieren. Da gibt es nichts Besseres als Mannschaftssport. Wenn Kinder da, das ist unbezahlbar, ja, besser als jede Schule, um das mal banal zu sagen. Mhm. Und genauso, Sie haben das gerade angesprochen, die Frage, dass Leistung erbringen nichts Problematisches ist, sondern Spaß macht. Das ist doch sensationell. Und wenn das da wieder in Mode kommt, da kann ich sagen, da kann ich ein paar Polizisten einsparen. Mhm. Philipp Köster, ich weiß, dass Sie eigentlich sagen, Fußball ist deswegen so wertvoll, gerade im Moment, weil er eigentlich so eine unpolitische Note hat. Aber wir merken gerade an der Debatte, die politische Dimension ist da nicht mehr wegzudenken eigentlich, ne? Nee, ich würde das auch nicht formulieren, dass Fußball unpolitisch ist. Fußball ist genuin politisch. Er ist Teil einer Gesellschaft, er hat unendlich viele Wirkungsstreben in alle anderen kulturellen Bereiche hinein. Er strahlt in die Alltagskultur aus, er ist selber Teil der Alltagskultur. Und natürlich werden, weil so ganz viele andere soziale Milieus weggebrochen sind, am Fußball wird alles verhandelt inzwischen, alles. Ja. Die Frage der Teilhabe, der Gleichberechtigung, die Frage, wie wir eigentlich noch zusammenkommen, wo wir uns begegnen. Das sind oft die Stadien, einer der letzten großen, das ist eine Phrase vom Lagerfeuer der Nation, aber dort sind es doch... Aber es stimmt, ne? Aber es sind ist das Plätze, letzte Lagerfeuer. Ja, und es sind Plätze, an denen wir zusammenkommen, über die wir möglicherweise auch noch spielerisch reden können, wo wir über ganz, ganz viele andere gesellschaftliche Themen nicht mehr reden können, ohne uns die Köpfe einzuschlagen. Am Ende ist es heutzutage weniger schwierig zu diskutieren, ob du nun für Dortmund oder Schalke bist oder für 1860 oder für den FC Bayern, als über politische, religiöse, andere Themen zu sprechen und Weltanschauung. Das bedeutet also, wenn der Fußball akzeptiert, dass er per se politisch ist, dann ist gar nicht die Frage, ob er sich parteipolitisch ausnutzen lässt. Dann müssen wir die Kraft des Fußballs nutzen. Und insofern bin ich auch bei diesem Spruch von Nagelsmann insofern vorsichtig, weil er, glaube ich, zwei Dinge zusammenbringt, die gar nicht mehr viel miteinander zu tun haben. Ganz, ganz wichtig ist natürlich, Fußball ist Teilhabe. Wenn wir ganz, ganz viele Kinder haben, die vielleicht aus schwachen sozialen Strukturen kommen, die armutsbetroffen sind, wenn die in den Fußballverein kommen, in klare Strukturen, dort Teilhabe erleben. Und Thomas hat es ganz richtig gesagt, es ist auch wichtig, dass alle teilnehmen dürfen, dass es nicht nur eine Klientel gibt, die zum Fußball gehen kann und die anderen eben nicht, weil sie dort nicht akzeptiert sind, weil sie sich dort nicht so ausdrücken können, wie sie wollen. Insofern, klar ist Fußball politisch, aber ich glaube, er ist aus sich politisch und nicht parteipolitisch konnotiert. Herr Roll hat gerade darauf hingewiesen, dass es da um Dinge geht, die in Ihrem Bereich wichtig sind, Regeln. Katja Kraus hat vor ein paar Minuten einen interessanten Begriff benutzt, Leistungskultur. Was genau meinen Sie damit? Weil das ist ja auch ein großes, großes Thema. Ne? Also auf der einen Seite das Gefühl, wir, gerade auch mit Blick auf Kinder, lass uns die nicht zu sehr unter Druck setzen. Leistungskultur ist, glaube ich, das, was Sie damit meinen. Und auf der anderen Seite aber der Wunsch, bitte dann Spitzenleistungen abzuliefern. Das sind zwei Dinge, zwei Enden, die eigentlich gesellschaftlich nicht mehr so richtig gut zusammengehen. Ne? Ja, genau. Deshalb müssen wir die Dinge eben zu Ende denken. Was heißt das eigentlich für den Spitzensport, wenn unsere krassierende Pädagogik ist, dass wir Leistung gar nicht mehr incentivieren? Wenn es fast negativ oder schlecht beleumundet ist, gewinnen zu wollen. Wenn Jungs in Schulen schlechtere Noten bekommen, weil sie einen zu großen Ehrgeiz haben im Sportunterricht. Ist das so? Dann glaube klar. Ich... Ja, klar. Ist es so? Ernsthaft? Ich will nicht jede Schulklasse gleich bewerten. Aber für mich ist das eines der zentralen Probleme, die wir heute haben, was Sie gerade beschrieben hat. Exakt. Aber man kriegt schlechtere Noten, weil man zu ehrgeizig ist? Also weil man, heißt man übersetzt, weil man unangenehm auffällt? Weil man es wird zumindest nicht positiv gewürdigt. Ich glaube, was wir dabei immer vergessen, ist, wie viel Spaß es tatsächlich macht zu gewinnen. Wie viel Freude man an persönlicher Entwicklung hat. Wie positiv sich auch Persönlichkeitsentwicklung auswirkt, wenn man mit Niederlagen konfrontiert ist. Und das lassen wir bei der ganzen Debatte außen vor. Und was es auch bedeutet, Thomas Hitzlsperger, wenn man sich sozusagen quält, möglicherweise auch über so eine Grenze hinaus, eine Grenze, die man möglicherweise vorher gar nicht kannte, um am Ende dann festzustellen, hat sich gelohnt. Ja. Ist ja pädagogisch, würde ich sagen, sehr wertvoll. Ja, ich habe gar nicht lange nachgedacht, ob ich jetzt Fußball spielen will oder ob das für mich sinnvoll ist, sondern ich war fanatisch. Also ich konnte laufen, habe sofort gegen den Ball getreten und war halt talentiert und habe einfach weitergemacht. Und
dann, wenn man Erfolg hat, will man mehr davon, oder ich wollte mehr davon, habe einfach immer weitergemacht. Und dann ist es schon so, genau, wenn man oben ankommt, ich hatte dann die ersten Vorbilder, waren 1990, die Weltmeistermannschaft, und denke, da will ich hin. Mhm. Und deswegen war ich überhaupt nicht so reflektiert, jetzt wie ich vielleicht dann später geworden bin. Und das ist in Ordnung. Heute ist diese ganze Teilhabe ist viel strukturierter und wird organisiert. Früher war das keine Diskussion, du gehst raus, spielst Fußball. Heute hat man so viele Alternativen, dass halt eher die Gefahr besteht, dass junge Menschen sich zurückziehen zu Hause, dass sie am Handy hängen und sich mit sich selber beschäftigen und anderen Dingen. Und da war halt für mich Sport ein großes Glück und dann auch Anstrengung, dass sie belohnt wird. Aber man scheitert halt auch mal. Und ich habe irgendwie vieles durchlebt, Scheitern, aber auch mal Erfolg. Und deswegen bin ich dafür. Und es geht halt so weiter im Leben. Manchmal denke ich mir auch so, oh, jetzt brauche ich mal eine Pause. Und das auch mal zuzulassen. Aber ein gesundes Verhältnis dazu zu entwickeln. Ich bin auch absolut dafür, sich anzustrengen, Leistung, dass sie sich lohnen kann. Nur wir stellen halt oft fest, dass manche Menschen überfordert sind. Und da gilt es auch, Rücksicht zu nehmen. Und das ist der Gesellschaft, in der wir leben, glaube ich. Leute, die nicht mitkommen. Dass selbst in dieser Leistungsgesellschaft, dass wir noch Rücksicht nehmen auf die Menschen, die einfach nicht mit dem Tempo Schritt halten können. Ja, also bei Teilhabe ist was völlig anderes, als unbedingt gewinnen wollen. Ne? Ich muss uns noch kurz erzählen, die schlimmste Niederlage, die Thomas Hitzlsperger jemals erlebt hat, die hat er bei uns in der Redaktion erlebt. Er war mal bei uns Praktikant, nachdem er noch so ein bisschen geguckt hat, was er beruflich machen will. Und zu seinem Abschied hatte er ein Spiel gegen Hertha BSC, gegen die Altherrenmannschaft organisiert. Und die liefen mit der vollen Kapelle auf, mit Arne Friedrich, mit Michael Preetz, mit Axel Kruse und so weiter. Und die Stimmung war auch richtig hassig. Auf jeden Fall hat er noch einen anderen Praktikanten hinten. Und der andere Praktikant hat dich alle 5 Minuten korrigiert. Ganz ruhige Bälle spielen, Thomas. Spiel doch mal hinten rum und so weiter. Und ich glaube, du hast dich nie so alleine gefühlt auf dem Platz wie in dieser Mannschaft von totalen Nichtskönnern und so wirklich totalen Trotteln. Und er Teilnehmer des Sommermärchens wurde von unserem anderen Praktikanten angepault. Ich habe noch ein Foto, da habe ich jemandem einen Ellenbogen gegeben und das habe ich in meinem Privatarchiv, ich jetzt gerne geteilt. Aber da war ich schon noch ehrgeizig, weil das ist so, wenn man so ein Spiel macht mit Amateuren und mit die dann glauben, dem muss ich es jetzt zeigen, das nervt mich. Das nervt mich so tierisch, dass ich sage, so, das lassen die mir machen und dann rede ich. Die große Frage, die dahinter steht, frage ich auch jetzt den Innenminister, gehen wir dann in Schulen möglicherweise, und auch das ist eine gesellschaftliche Frage, die wir da gerade tangieren, und ich weiß, viele Eltern wühlt das richtig auf. Gehen wir dann in Schulen den falschen Weg? Ach, sportliche Leistungen zählen da nicht mehr so. Ich will besser sein, aber ich persönlich glaube, das ist ein Fehler. Dass man Leistung nicht als ein wichtiges Element von menschlichem Zusammenleben sieht, wenn man Regeln einhalten als nicht notwendig ansieht. Wenn man übrigens auch Niederlagen mit umgehen, mit Niederlagen, lernt man auch in Mannschaften besser. Und das können viele nicht mehr. Und dann flippen die aus und dann habe ich nachher auf der Straße Leute, die meinen, wenn ich meinen Willen nicht bekomme, weil ich ihn immer bekommen habe, dann, wenn ich eben, kommt ein Messer raus. Aber haben Sie habt ihr den Eindruck, dass das so schlimm ist? Also ich kenne es nur aus Erzählungen von Kindern und Jugendlichen, dass es trotz allem bei Bundesjugendspielen durchaus nach wie vor Leistungsgedanken gibt und dass die Leute sich schon freuen, wenn sie gewinnen. Die Frage, was man da am Ende überreicht, ob man noch die Ehrenurkunde vom Bundespräsidenten bekommt oder wie das dann läuft. Aber ich habe schon noch den Eindruck, dass die Leute, wenn sie Tests absolvieren, gibt ja diese Cooper-Tests oder anderes, wo es dann auch wirklich auch sehr, sehr harte Leistung abgefordert wird. Das freut die schon, die Jugendlichen. Ja, klar, weil das Normale ist. Aber das findet auch bei denen statt, die im Sport unterwegs sind. Insbesondere im Mannschaftssport, glaube ich. Aber ich meine, dass es in der gesamten Gesellschaft verloren gegangen ist. Ich mag sehr behutsam formulieren. Und genau deshalb habe ich Spaß daran, wenn das durch diese Europameisterschaft wieder mehr Fahrt kriegt. Das ist ein Gewinn für uns. Nicht, weil ein paar Jungs mehr in die Vereine gehen. Das ist numerisch. Aber qualitativ wird sich was ändern. Und das muss auch nicht Fußball sein. Also ich bitte hier keinem auf die Füße, das kann auch ein anderer Mannschaftssport sein. Aber Mannschaftssport ist ideal dafür. Ich schaue gerade noch mal zu Katja Kraus, die kleine Kinder zu Hause hat. Wie sehen Sie das? Ich glaube, die Frage ist ja, wie verändern wir das? Also wie bekommen wir es wieder hin, positive Leistungsanreize zu schaffen? Und ich glaube, da geht es nicht, aus meiner Lebensrealität zu argumentieren. Wenn ich meinen Töchtern sage, ich habe früher, wenn die nicht zum Training wollen, weil es regnet, und ich sage, ich habe aber am liebsten bei Regen gespielt, dann sagen die, das ist schön für dich, aber ich bleib zu Hause. Das ist, also, aber wie kriegen wir es hin, dass die Kinder Freude daran haben, dass sie verstehen, was es für eine Errungenschaft ist, Teil einer Mannschaft zu sein, dabei zu verstehen, was die eigene Rolle ist, aber auch die Leistungen der anderen zu wertschätzen, Verdrussmomente zu erleben und das auf eine spielerische Art und Weise. Das ist ja, was der Sport leisten kann, was irgendwie auch auf eine positive Weise für Gesellschaft wappnet.
Übrigens, manchmal merkt man beim Sport noch, dass es nicht funktioniert. Wir haben ja in den unteren Klassen, Amateurklassen, relativ viele Raufereien, um es mal liebevoll zu sagen. Das heißt, da gibt es durchaus noch Nachbesserungsbedarf. Aber der Sport als Mannschaft bietet eine bessere Chance als andere. Besser als zu Hause rumrocken am Computer nur sitzen. Und das führen Sie worauf zurück, Herr Reul? Ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Entwicklung. Das klingt wieder so groß und allgemein, aber im Prinzip, glaube ich, hängt da schon viel mit zusammen. Wenn Kinder groß werden, die nicht lernen, mit Misserfolgen umgehen zu können, wenn Kinder nicht Erfahrung machen, dass Leistung was Großartiges ist, wenn Kinder nicht die Erfahrung machen, zusammen was zu unternehmen, ist eine großartige Geschichte. Corona war eine blöde Erfahrung, gerade für Kinder, da werden wir noch lange dran zu knapsen haben, glaube ich. Ja, und auch Rücksicht nehmen auf andere. Also auch auf dem Fußballplatz zu erleben, wenn du das ständig faulst, ja, dann gibt es richtig Ärger. Und wenn ich den Eindruck habe, ich kann mich durchsetzen und mein Wille ist der einzige, der bedeutsam ist, weil mir jeder Wunsch immer erfüllt wurde, dann ist die Gefahr groß, dass man irgendwann ausrastet. Und wenn dazu kommt, dass man mit Gewalt auch nicht mehr so umgehen kann wie früher. Oder, gut, es klingt jetzt wie der alte Mann klagt über gestern. Ich bitte um Entschuldigung, aber es nervt mich, weil ich glaube, das ist gar nicht so schwer, das zu verändern. Aber es geht wahrscheinlich nur... Unsere Zukunft sind die Kinder und Jugendlichen, die müssen wir auf ein bisschen anders auf den Weg bringen. Es geht halt um Vorbilder, ich glaube schon. Und ich kann nicht für Familien sprechen, ich habe keine Kinder. Nur das ist so, jetzt in meinem Fall, schon sich anzustrengen und das auch als positiv zu bewerten. Und wenn wir jetzt über diese Spieler sprechen, das zu würdigen. Wenn junge Menschen in Deutschland ihre Nationalmannschaftsvorbilder, wenn das die Vorbilder sind, weil sie erfolgreich sind, dann ist doch das Beste, genau als Vorbild zu agieren. Und ich will nicht sagen, dass deinen Kindern sagst, okay, ich gehe jetzt einfach raus und spiele Fußball, weil bei Regen macht es am meisten Spaß. Ich denke, dass Menschen danach schon nicht nur was sage ich, sondern wie handle ich. Diese Handlung, das ist das noch Wichtigere. Heute im Fußball habe ich so viel erlebt, da wird erzählt und wird erzählt. Und das, was geredet wird, stimmt nicht überein mit der Handlung. Die Handlung ist viel bedeutender als das, was erzählt wird. Das ist wahr. Was Herr Reul sozusagen so anspricht, und ehrlich gesagt, Sie klingen da jetzt nicht wie der alte Mann, der von früher erzählt, sondern Sie sind einer der wichtigen Innenminister dieses Landes. Es ist Ihr Job, für Sicherheit, für Ordnung, für all diese Dinge zu sorgen. Und wenn man Katja Kraus hört, ich habe das vorhin zitiert, wenn ich mit meinen Kindern ins Stadion gehe, dann überlege ich mir das erste Mal, ob das wirklich so eine schlaue Idee war, mit zwei Mädchen in so ein Stadion zu gehen. Ich hatte das tatsächlich am vergangenen Wochenende. Da gab es aber tatsächlich auch einen Zwischenfall hier dem Heiligen Geistfeld in Hamburg. Ich war unmittelbar danach im Stadion und habe Holland gegen Polen geschaut mit zwei unserer Töchter. Und da habe ich mich wirklich zum ersten Mal, und ich schaue wirklich viele Fußballspiele an, und da habe ich mich zum ersten Mal gefragt, auch in Erinnerung an die Zwischenfälle, die wir in den letzten Monaten hatten, die schrecklichen, ob das eine gute Idee ist, meine Kinder ins Stadion zu bringen. Das hatte ich überhaupt noch nie. Und da habe ich wirklich einen mulmigen Moment gehabt. Das heißt, wovor hatten Sie Sorge? Vor Anschlagsorge? Vor Sicherheit ganz allgemein? Unberechenbarkeiten, genau. Also es passieren gerade so viele unberechenbare, irrationale Dinge. Und da habe ich wirklich drüber nachgedacht. Also war jetzt keine konkrete Angst, aber ich habe für einen Moment innegehalten bei der Sicherheitskontrolle und gedacht, ist das eigentlich verantwortungsvoll, was ich gerade mache? Weil es natürlich absolute Sicherheit nicht geben kann. Genau. Die Frage auch an Philipp Köster, der die Atmosphäre im Stadion sehr genau kennt. So dieses Gefühl, mich erinnert das immer ein bisschen an die Entwicklung auch in Amerika. Mehr Law and Order, mehr Möglichkeiten dann auch für die Polizei, was am Ende auch dazu führt, mehr Waffen und so weiter. All diese Dinge. Es ist einfach viel mehr Aggression in so einer Gesellschaft irgendwann. Was passiert da gerade, auch mit Blick auf den Fußball? Also ich bin da skeptisch. Also dieses immer mehr Gewalt, ja, immer mehr Aggression. Weil ich natürlich einerseits den Vergleich insbesondere zu den 90er Jahren noch haben. Also alles, was wir gerade in den Stadien erleben, ist überhaupt nichts gegen das, was in den 90er Jahren los war. Hochphase der Hooligan-Kultur, Schlägereien, hunderte von Leuten, die vor dem Stadion warteten, um sich mit gegnerischen Fans zu prügeln. Eine völlig unvergleichliche Situation mit heute, wo wir natürlich auf den ersten Blick gerade optisch martialische Bilder oft haben, auch Leute mit Sturmhauben. Es gibt natürlich bengalische Feuer und so weiter. Will ich gar nicht kleinreden oder will ich jetzt nicht als das Paradies für alle Leute, die sich sicher fühlen wollen, beschreiben. Aber ich glaube, dass dieses immer mehr Aggressionen in der Gesellschaft, zumindest im Stadion, nicht
automatisch ablesbar ist. Ich glaube, dass wir alle großes Unbehagen inzwischen bei manchen Menschenansammlungen haben. Ich glaube, das ist noch nicht mal stadionspezifisch, sondern gerade wenn man solche Vorfälle liest, hat natürlich jeder ein mulmiges Gefühl, eine Angst. Mhm. Ich glaube aber, dass der Fußball eigentlich viel bewusster geworden ist in den letzten Jahren. Wenn ich mir angucke, wie viele Urwaldlaute es früher gab, wie viele Leute früher schwarze Spieler beleidigt haben, ausländische Spieler beleidigt haben, es völlig undenkbar war, dass sich irgendjemand beispielsweise als homosexuell outet. Wir haben hier immer noch eine große Problematik in dem Teil. Wir haben, natürlich ist der Männerfußball nicht divers, natürlich ist er nicht offen für alle Leute, aber ich habe das Gefühl, er bewegt sich in die richtige Richtung und er ist eigentlich viel weniger aggressiv, viel weniger ausschließend, als das beispielsweise vor 10 oder 20 Jahren war. Sozusagen die Atmosphäre im Stadion, trotzdem das Gefühl passt nicht dazu, Herr Reul, oder ist das falsch formuliert? Ja, auch die Fakten nicht, aber gut, da wird man sich jetzt streiten. Also in der Gesellschaft ist Gewalttätigkeit viel größer. Sagen Sie doch mal Ihre Fakten, was sind Ihre Fakten? Ja, das ist relativ klar, wir haben Gewalttätigkeiten in dieser Gesellschaft wie noch nie. Ich habe im Moment, erwischen wir 14, 15, 16-Jährigen, die Anschlussplanung machen. Also Philipp Köster sprach explizit von der Situation im Stadion. Ja. Gut, ich rede von dem in der Gesellschaft. Von dem gesellschaftlichen Klima. Und im Stadion Klima. Selber ist es auch fröhlich. Es ist nicht immer jedes Wochenende so, aber den Einsatz, den wir fahren müssen mit Polizisten, wir haben gerade bei der Innenministerkonferenz wieder darüber geredet, müssen wir irgendwann mal dazu kommen, uns das bezahlen zu lassen. Das ist ja eine Riesendebatte. Aber das sagen Sie ja bei jeder Innenministerkonferenz, ja, oder? Und kommt, ja, ich halte auch nichts davon, weil ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Die Lösung ist, darüber zu reden, warum schaffen die Vereine es nicht, nämlich deren Job, im Stadion für Ruhe zu sorgen. Die können ja nicht von uns als Innenminister verlangen, dass wir für null Toleranz auf den Straßen und Plätzen sorgen und selber versagen sie ein Stück. Und ich kann jetzt nicht im Vergleich zu 80er, 90er, fällt mir jetzt schwer, das zu widerlegen. Aber es reicht mir, was ich da erlebe am Wochenende. Jeden Montag, wenn ich komme und kriege die Bilanz, wo ist wieder was los, dann kann man sagen, gut, es war nur einmal was los oder nur zweimal, das reicht doch. Das sieht also, wenn Ihr Kollege Andi Grote hier aus Menschen, Hamburg ähnlich. Das sind ja keine Bekloppten. Mhm. Vernünftige Menschen verabreden, wir wissen ja genau, wer das ist, zum Schlagen, zum gegenseitig die Köpfe einschlagen, dann muss ich sagen, bin ich fassungslos, was ist da passiert? Das muss man dann vielleicht aber wirklich jetzt auch noch mal differenzieren von diesem Europameisterschaftsgefühl. Denn ich war gestern gerade mit unserer jüngsten Tochter bei Albanien gegen Kroatien und ich habe nur freundliche Menschen getroffen. Also ich glaube wirklich, wir müssen das auch deutlich machen. Also so im Alltagsstraßenverkehr treffe ich unfreundlichere Menschen, als das der Fall war. Also kann von mir daher, vorstellen. Die Einordnung ist einfach, glaube ich, wirklich kriegt wichtig. Kriegt man auch heute leicht und schnell. Ja, genau. Mhm. Und deshalb, ja, ich glaube, dass sofort, Sie haben natürlich auch die Fakten, aber wir sollten das jetzt nicht zur Kerndebatte dieser Europameisterschaft machen, finde ich. Da bin ich übrigens angenehm überrascht, ich habe es ja eben mal gesagt. Genau. Also unser Hochrisikospiel, das hatten wir als Top-Spiel in Gelsenkirchen, England gegen Serbien, war keins, es war weniger Stress als bei Schalke gegen Dortmund, Punkt. Also über das, was im Moment da passiert, freue ich mich außerordentlich, weil es das nicht bestätigt. Das ist sozusagen die Europameisterschaft. Aber es sind all aber auch das, andere Leute im Stadion möglicherweise. Mhm. Diese Europameisterschaft findet aber natürlich statt sozusagen unter dem Eindruck von großen Krisen, unter dem Eindruck eines Krieges mitten in Europa, findet auch statt vor dem Hintergrund einer islamistischen Bedrohung, über die Sie auch viel nachdenken müssen. Wie schwer ist es, Herr Reul, das in den Griff zu kriegen? Und woher kommt die Bedrohung? Ich habe das vorhin zitiert. Also die Gruppe, die in Moskau zugeschlagen hat, das waren, glaube ich, Tadschiken, ja? Tadschikische Islamisten. Das sind die, die Ihnen auch hier in Deutschland Sorgen machen gerade? Im Moment ist das die aktivste Truppe. Alte Abspaltung von dem IS-Staat. Und die haben sich vorgenommen, jetzt an anderen Stellen der Welt das wieder in Ordnung zu bringen, was sie da vor Ort verloren haben. Das ist so eine... Ja, die machen sich auf den Weg. Und das sind zwei verschiedene. Das eine sind Gruppen, die organisiert auftreten. Da kann man immer noch hoffen, dass wir relativ gut informiert sind und früh genug Bescheid wissen. Aber am schwersten zu beurteilen sind diejenigen, jungen Leute meistens, die sich anstecken lassen und sagen, ich gehe jetzt raus mit dem Messer und stech zu. Und das ist ja irre. Die sich sozusagen radikalisieren. Allein radikalisieren. Ja, allein vor dem berühmten Computer. Die hätten besser Fußball gespielt. Entschuldigung, das ist eine blöde Gleichung, aber vielleicht kann man damit erklären, was ich meine. Mhm. Ich glaube, manch einer, der da keine klaren Ziele hat, nur die Welt vom Computer, vor der virtuellen Welt erlebt, um den sich keiner kümmert, der keine Freunde hat, ich übertreibe das jetzt mal, die Gefahr, dass der, weil er instabil ist, sich dann anstecken lässt von so einer tollen Idee, der wie da die Welt mal übermorgen aussehen soll, wundert mich überhaupt nicht. Insofern ist
Also ich rede komisch, ne? Ich bin ein total unsportlicher Mensch, aber ich finde, Sport ist das Wesentlichste auf der ganzen, für die gesellschaftliche Zukunft, die wir uns besser machen. Ja, weil es sinnstiftend ist, weil es Disziplin und Toleranz und so weiter lehrt. Aber nochmal, diese islamistische Bedrohung, über die wir da sprechen, ich nur als Medienkonsument gelesen von, in Esslingen gab es, glaube ich, dieser Tage eine Festnahme eines mutmaßlichen Islamisten, Schläfers, wie auch immer. Ich glaube, sogar zwei Festnahmen in Baden-Württemberg, eine auch am Köln-Bonner Flughafen. Was ist da passiert? Naja, komm, jetzt wollen wir keine Details hier ausbreiten. Trotzdem, man muss ja nicht alles wissen. Aber das Wichtigste ist, es gibt diese Leute, es gibt sie im Netz, es gibt Einzeltäter, die sich radikalisieren. Und unser Problem ist, wie kriegen wir frühzeitig mit, dass sowas passiert? Das ist meine größte Sorge, weil wir stochern da manchmal im Nebel. In bestimmten Teilen haben wir Informationszugänge und in anderen kommen wir nicht weiter, weil in unserer Gesellschaft ja auch ein Klima herrscht. Die Polizei darf nicht zu viel wissen, es könnte ja sein, dass sie was Böses damit macht. Also diese Frage muss man, jetzt hat mit Fußball nichts mehr zu tun, aber da muss man auch mal drüber reden, nicht? Welche Zugänge zu Informationen brauchen eigentlich Sicherheitsorgane, um handeln zu können? Ja, aber konkret nochmal, Sie machen jetzt ein bisschen den Demisier, ja, und sagen, alles Weitere würde Sie nur verunsichern. Nein, das verrate aber ich nicht. Aber tatsächlich, die Verunsicherung ist ja schon da. Ja. Und die Menschen kriegen das ja mit, die kriegen ja auch mit, was da geredet wird, wer die Leute sind, die da festgenommen werden. Das heißt, worüber reden wir da? Was passiert da? Was sind das für Wege? Was sind das für Netzwerke? Was sind das für Mechanismen, für Motive? Was greift da? Das Motiv ist, die Welt zu verändern im Sinne von Kalifstaat. Punkt. Um es relativ einfach zu sagen. Und das wird über das Netz vorangetrieben. Und die Prediger, die früher unterwegs waren und Leute auf der Straße missioniert haben, sind heute im Netz unterwegs und können sagen, das sind so moderne Influencer. Und darauf stehen die jungen Leute. Die turnen die an, da haben die Spaß dran, da lassen sich fesseln und lassen sich dann zu solchen Sachen verführen. Das ist nicht unproblematisch. Und was wir machen, ist ja Reparatur. Das ist ja der Schreckende. Deswegen war ich so begeistert bei der Anfangsdebatte, weil ich finde, die eigentliche Aufgabe muss ja sein, dafür zu sorgen, dass sowas möglichst gar nicht passiert. Je weniger junge Leute alleine rumhängen, je weniger Leute frustriert durch die Welt laufen, je weniger Leute zusammenbrechen, Kinder, die man Misserfolg haben, je besser. Aber das andere ist halt ernst zu nehmen. Das ist international, das ist nicht ein deutsches Problem, auch das ist die Wahrheit. Und wir erleben dann ab und zu mal, was passieren kann. Moskau war ein relativ eindeutiges Beispiel. Bei uns Silvester, Weihnachten, Kölner Dom, ist nichts passiert, aber es war genauso eine Aktion geplant. Was war da geplant? Ja, ein Anschlag im Umfeld der, es war Wien, Madrid und Köln im Blickfeld. Und dann ist, Gott sei Dank, über einen ausländischen Nachrichtendienst haben wir mitbekommen, da gibt es einen, der da sich intensiv mit beschäftigt. Dann hat man sich mit dem beschäftigt. Und Gott sei Dank haben wir noch zum Westfalen Polizeigesetz, was uns die Möglichkeit gab, den in Gewahrsam zu nehmen für 14 Tage. Damit war der über Weihnachten, Silvester aus dem Verkehr. Und wir konnten gucken, was steht da auf dem Netz, was hat der im Handy. Und dann kommt man darauf, dass da ein Netzwerk hinterhängt. Ist so. Und ich finde, man darf es nicht von morgens bis abends erzählen, um die Leute wahnsinnig zu machen. Die sollen Spaß haben, die sollen ins Stadion gehen. Wir dürfen es von solchen Typen nicht unsere Art des Lebens kaputt machen lassen. Aber umgekehrt muss man es wissen und das Problem immer im Kopf haben und dann sich drum kümmern. Und das ist aber die andere Baustelle. Haben die Sicherheitsorgane eigentlich die ausreichenden Mittel, um sich darum zu kümmern? Ja. Und da habe ich meine Bauchschmerzen. Ich meine, darüber denken Sie doch gerade auch nach. Klar. In Potsdam unter anderem. Genau über diese Frage. Geht ja auch um die Frage, wissen wir eigentlich, wer genau ins Land kommt? Das ist ja die Frage, die dahinter steht. Das ist ein Teil. Der zweite Teil ist, was passiert im Netz? Warum darf ich... Ich gehe mal ein bisschen weg vom Beispiel, aber kann man es gut daran erklären. Kindesmissbrauch, ein irres Problem. Und ich kann diesen Ermittlerinnen nicht helfen, dass ich denen sage, wenn du die IP-Adresse hast, sorge ich dafür, dass du dahinter den Namen kriegst. Ich lasse die da rumpuzzeln, monatelang, bis sie den findet. Das ist irre. So, und genauso war das bei einem Silvester. Wenn wir nicht die Handys ausgewertet hätten, hätten wir dieses Netz nicht gefunden. Und wenn der Provider, bei dem der war, nicht aus eigenem Interesse die Daten länger gespeichert hätte, als er muss, hätten wir auch ins Loch geguckt. Und das überträgt mich auf, weil ich finde dann, die Datenschutzdebatte, die ist extrem wichtig. Ich möchte auch nicht, dass meine Daten überall bekannt werden. Wobei, bei mir ist es schwer, es zu verheimlichen. Aber das liegt ja doch an meiner Berufswahl. Aber das total zu boykottieren und zu sagen, geht überhaupt nicht und gar nicht. Es muss dazwischen gar nicht und alles auch noch. Wir sind doch nicht China, ja? Ich meine, wir sind ein demokratischer Staat. Und das ist, glaube ich, eine Debatte, die wir ganz, ganz dringend führen müssen.
Und dann gibt es so technische Sachen, über die man nachdenkt. Als ich Minister wurde, habe ich mir nicht vorstellen können, dass wir eine Drohnenabwehr aufbauen als Polizei, um mögliche Drohnen in die Stadien abzufangen. Das ist ja irre. Aber ist so, als muss man auch die Instrumente haben. Diese Europameisterschaft, um zum Fußball zurückzukommen, findet ja statt unter dem Eindruck sehr starker Sicherheitsvorkehrungen. Und es gibt auch erste Stimmen, erste Forderungen mittlerweile, die sagen, genau auf dem Niveau sollten wir das bitte weitermachen. Ist das illusorisch? Das ist illusorisch. Also Stichwort Grenzkontrollen und so weiter. Das Grenzkontrollen finde ich eine Sache, über die man ernsthaft nachdenken muss, solange Dublin nicht funktioniert. Also wenn das nicht funktioniert mit den europäischen Regelungen, braucht man eine andere. Und dann muss eben so ein Weg gefunden werden, vielleicht auch nur für eine bestimmte Zeit. Aber das mit dem Polizeieinsatz in den Stadien, das kann nicht durchzuhalten. Also da muss man relativ ehrlich sein. Was wir an Einsatz an normalen Spieltagen schon in der Bundesliga haben, ist schon irre. Und jetzt haben alle Polizisten in Nordrhein-Westfalen, ich glaube in ganz Deutschland, kriegen keinen Urlaub jetzt für ein paar Monate. Da muss man sagen, ja Gott, dann machen sie später Urlaub. Ja, aber das klingt so einfach. Wir können die dann alle auch nicht alle Urlaub machen. Es ist eine Herausforderung, die ist schon besonders und die war anders früher. Das ist so. Jetzt klagen hilft ja auch nichts und sagen, die Welt ist schwierig, ändert auch nichts, sondern man muss damit fertig werden. Der liebe Gott hat uns einen Kopf gegeben, nicht in den Sand zu stecken, sondern uns was einfallen zu lassen. Wir haben darüber nachzudenken. Wie verändert das, Philipp Köster, die Atmosphäre im Stadion? Natürlich sind Stadien erst einmal auch Orte der großen Emotionen. Mhm. Und alles, was an Regeln aufgestellt wird, um diese Emotionen vernünftig und für alle erträglich zu gestalten, sind ja erstmal gut. Mhm. Ich glaube, wir haben natürlich in den letzten Monaten diverse Situationen erlebt, wo ich mal sagen würde, dass sich alle Seiten nicht mit Ruhm bekleckert haben. Anhänger ebenso wenig wie Polizisten. Es gab eine ganze Menge Polizeieinsätze überall in der Republik, wo man zumindest auch den Zorn und den Unmut der Anhänger verstehen konnte, weil man das Gefühl hatte, dass da auch schon so ein kleines bisschen geübt wird für die Europameisterschaft. Gab es ein paar martialische Auftritte, die ich nicht besonders erfreulich fand. Unsinn höre ich hier von links. Also klug überlegen. Also, dass Polizisten gekloppt haben, um zu üben für die Europameisterschaft, würde ich aber stark zurückweisen. Naja, wir können uns ja die Bilder angucken, zum Beispiel vom zweiten Relegationsspiel, als die Bochumer gerade den Klassenerhalt geschafft hatten und sofort eine behelmte Hundertschaft Polizisten auf den Platz stürmte, ohne irgendeinen Sinn und Zweck, um Präsenz zu zeigen. Da müssen wir wahrscheinlich nicht in die Einzelheiten einsteigen. Aber manchmal helfen die Einzelheiten. Manchmal helfen die Einzelheiten, um es zu erklären. Bei diesen Polizeieinsätzen werden immer die Bilder bleiben im Kopf und werden gezeigt, wo Polizisten schlagend oder eigentlich der Auftrag, Polizisten sind die einzigen, die Gewaltmonopol ausüben dürfen, aus gutem Grunde, nicht jeder selber. Und das müssen sie dann tun und auch rechtfertigen, wenn es notwendig ist. Und deswegen muss man eigentlich wissen, was ist vorher passiert. Mir ist völlig klar, dass manchmal oder häufig auch Fanauseinandersetzungen zu Polizeieinsätzen führen. Das schließt die Polizei und deren Taktik und deren Handeln im Nachhinein aber auch nicht aus von Kritik. Nein. Sehr häufig ist es immer so, dass in der Öffentlichkeit hauptsächlich die Situation oder die Lagebeschreibung der Polizei als einzige Maßstab und als einzige Quelle genutzt wird, was für mich oft, also wenn man gerade Augenzeuge solcher Einsätze war, nicht so richtig nachzuvollziehen ist. Man kann natürlich jetzt die Polizeieinsätze der letzten Monate durchgehen. Was ich eigentlich nur sagen will, ist, es braucht neben Sicherheit, neben Ordnungsdiensten, neben Polizei, vor allem den Dialog mit den Anhängern. Und der ist meiner Meinung nach in den letzten Jahren viel zu sporadisch geführt worden. Es geht ja um Solidarisierungseffekte. Es geht darum, dass es auch nicht in Fanblöcken immer die Situation geben muss, dass wir gegen die Polizei, also dieser ständige Gegensatz aufkommt, sondern dass man sich ernst genommen fühlt, dass man auf Augenhöhe diskutiert. Und da habe ich nicht den Eindruck, dass das in den letzten Jahren immer so passiert und konsequent passiert ist. Obwohl wir wissen, wie wichtig Sozialarbeit ist, wo wir wissen, wie wichtig Dialog ist. Da hatte ich den Eindruck, dass man sehr viel mehr auf allen Seiten auf Konfrontationen gesetzt hat. Einerseits auf Fanseite, ich finde aber auch auf Ordnungshüterseite. Wie sieht Thomas Hitzlsperger das? Ich halte mich da zurück, weil ich einfach zu wenig weiß. Also ich bin schon wieder 2 Jahre raus jetzt beim VfB Stuttgart und da über die Sicherheit will ich gar nicht sprechen. Ich hatte auch jetzt im Vorfeld der Europameisterschaft, als es darum ging, ich war unter anderem in Rumänien, in Dänemark und England, Schottland, kam auch mal die Frage auf und ich sagte, das ist nicht mein Beritt. Ich versuche auch, das ist etwas, das andere erledigen müssen. Da muss ich das Vertrauen haben in die Behörden, die sich darum kümmern. Und meine Aufgabe sehe ich darin, sagen, diese Freude des Fußballs zu verkörpern, weil wenn ich jetzt auch noch diese Angst schüre und permanent darüber rede, dann mache ich nicht nur mich verrückt, sondern auch ganz andere Leute. Und das ist definitiv nicht meine Aufgabe. Und mir fehlt die Detailkenntnis, dass ich mich da jetzt weiter einmische.
gleich ich dennoch sagen würde, auch mit Blick auf das, was Sie vorhin geschildert haben, so dieses Gefühl von Kontrollverlust, dass wir als Gesellschaft gerade, glaube ich, an vielen Ecken vielleicht auch nur meinen zu spüren, aber in Teilen auch stattgefunden hat. Dieses Gefühl von Kontrollverlust muss man natürlich ernst nehmen und das muss man auch adressieren. Da kann man nicht einfach sozusagen wegschweigen und sagen, wenn wir nicht drüber reden, gibt es das auch nicht. Wir haben nur keinen persönlichen Einfluss darauf. Also wir haben nur auf die Gesamtstimmung einen Einfluss. Aber wie Thomas gerade gesagt hat, ich teile das auch absolut. Also es geht einfach darum, Vertrauen zu haben darin, dass diejenigen Menschen, die Köpfe haben, um darüber nachzudenken und die Verantwortungsmacht, das auch entsprechend zu lösen, dass sie das auch tun. Ich möchte mein Leben nicht verändern. Ich möchte weiter ins Stadion gehen. Und ich möchte auch ansonsten mein Leben weitergestalten. Ich glaube, was wir beitragen können, ist eine grundsätzlich positivere Gesamtstimmung zu entfachen und tatsächlich auch immer wieder plädieren für Vertrauen in diejenigen Menschen, die Entscheidungen treffen müssen und die es offensichtlich nach bestem Wissen und Gewissen tun. Wir sind fast am Ende. Ich kann euch aber nicht gehen lassen, ohne noch mal einen Tipp für Sonntag abzuholen. Letztes Gruppenspiel gegen die Schweiz. Wer will anfangen? Ich fange mal an und bin sicher, dass das so weitergeht. Nicht zu hoch, sodass alle nicht durchdrehen. Also es wird wahrscheinlich so ein schmutziges 2-1. 3-0. 2-1? 3-0, sage ich. 3-0? Wow. Ja. Katja Kraus? Läuft. Es gab jetzt nur eine sanfte Kontroverse. Deshalb kann die gar nicht einbringen, indem ich jetzt so einen tollkühnen Tipp mache. Nein, ich glaube auch an die deutsche Mannschaft, es wird 2-0 ausgehen. 2-0. Herr Reul? Ich glaube, sie gewinnt, aber es wird knapp. Sag mal 1-0, damit nicht alles gleich ist hier. So, sehr gut. Mit der Antwort können Sie direkt auch beim diplomatischen Dienst anfangen, jederzeit. danke Ihnen sehr. Das war in vielerlei Hinsicht sehr erhellend. Zu sehr später Stunde. Sie fahren jetzt direkt nochmal zurück nach Potsdam. Ja. Es gibt wichtige Aufgaben zu lösen. Wir haben gerade im Vorfeld auch drüber geredet. Sie sagten, wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Das würde ich ähnlich sehen. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.